Danke. Ja, einige Kollegen haben in den letzten Tagen einer Revolution gesprochen im Blick auf die CRD IV, auf die Basel-Regulierung. Dem würde ich so nicht zustimmen wollen. Aber ich glaube, es ist ein signifikanter Schritt getan worden mit dieser Regulierung in Richtung einer Rekonstruierung und einer Stabilisierung des Bankensektors und des Finanzsektors in der Europäischen Union. Und ich denke, auch aus unserer Sicht ist Othmar Karas dafür zu gratulieren. Er hat hier eine großartige Arbeit geleistet auf der Basis der Vorlage von Kommissar Michel Barnier. Das soll auch von unserer Seite anerkannt werden. Wir unterstützen insbesondere, dass es gelungen ist, einen diversifizierten Bankensektor innerhalb der Europäischen Union abzusichern. Aus unserer Sicht ist es vor allen Dingen wichtig, die regional verankerten Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu schützen und nicht aufzugeben zugunsten eines privatwirtschaftlichen Großbankenprojektes oder Konzeptes. Die Genossenschaftsbanken und Sparkassen haben sich innerhalb der Krise als stabil erwiesen, haben sich als zuverlässige Partner für den Mittelstand erwiesen. Das ist für uns wichtig, dass dieser Bereich des Bankensektors in jedem Fall abgesichert worden ist. Es hätte mehr getan werden müssen. Udo Bullmann hat schon etwas dazu gesagt. Das würde ich so unterstreichen wollen. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag, der hier geleistet worden ist. Die Transparenzvorschriften können wir ebenfalls unterstützen. Auch die Boni-Regelung, wobei es mir nicht ganz nachvollziehbar ist, weshalb der Rat nicht dem ursprünglichen Vorschlag zugestimmt hat, dass es eine Regelung 1:1 gibt. Das wäre sicherlich stärker im Sinne von Wählerinnen und Wählern noch gewesen. Trotzdem ist das ein wichtiger Schritt. Wir hätten uns gewünscht, eine höhere Ausstattung mit Eigenkapital. Wir hatten in unserem Änderungsantrag eine Summe von 18% vorgeschlagen. Das war sehr viel. Für die Sparkassen wäre das wahrscheinlich nicht zu tragen gewesen. Andererseits rechnet man die Kapitalbuffer dazu, kommt man auf eine Summe von rund 15%. Dann sind wir soweit auch nicht weg von dem, was wir ursprünglich gewünscht hatten. Auch von der Seite können wir sagen, es ist okay. Ein paar kritische Anmerkungen haben wir zur Leverage Ratio. Da hätten wir uns gewünscht, dass sie etwas früher eingeführt wird und nicht per Mitentscheidungsverfahren, sondern per delegiertem Akt. Das ist nicht durchsetzbar gewesen. Vielleicht lässt sich da aber noch etwas nachzuhandeln, denn das scheint aus unserer Sicht noch mal ein wesentlicher Punkt zu sein, um auch den Bereich der kleinen Banken zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Kluth.